Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar ist heute die Look Fantastic Beauty Box bei mir eingetroffen. Das ist die für den Monat Juli, denn wir sind im Juli und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Look Fantastic Beauty Box ist eine Beauty Box, genau. Die erscheint monatlich, kostet zwischen 15,50 und 20 Euro pro Box, je nachdem welche Aboform du dir so wählst, also wenn du ein flexibles Abo nimmst, wo du halt jeden Monat kündigen könntest, zahlst du 20 Euro. Wenn du ein Jahresabo nimmst, wo ja, du dich halt für ein Jahr verpflichtest, die Box abzunehmen, aber auch nur monatlich zahlst, ne, kostet die 15,50 und ich habe auch einen Code für dich, den ich dir hier mal einblende. Den bekommt jeder, der ein Abo abschließt und dann bekommst du die Box ein bisschen günstiger und ich kann Look Fantastic Points sammeln, irgendwie so. Genau. Es gibt auch aktuell so eine Aktion, da gibt es eine Special Box, wo die Abonnenten das ein bisschen günstiger bekommen. Ja, ich habe mir die nicht geholt, weil ich die nicht so ansprechend fand. Die hat natürlich einen krassen Wert von 240 Euro, aber die Produkte haben mich nicht so gecatcht, als dass ich sagen würde, ich gebe dafür 70 oder 60 Euro aus. Deswegen. Aber gut, wir gucken jetzt einfach mal in die Juli Box rein. Die Box enthält immer, ich glaube, 5 Produkte. Und wir sind hier auch in einem etwas außergewöhnlicheren Bereich, weil wir, ja, das ist eine Box aus England, genau. Und deswegen sind da auch einfach mal Marken drin, die man nicht einfach so kennt. Look Fantastic hat auch noch einen Online-Shop, da kann man auch shoppen gehen, wenn man möchte. Da kriegst du auch ganz normal die Geschichten hier von Too Faced und so weiter. Genau. So, hier haben wir einen Spruch im Deckel. Und zwar steht hier, Glowing Skin is always in. Und das finde ich sehr passend. Ich mag Glowy Make-up, ich mag Glowy Foundation. Ich habe heute auch einen Glowy Primer drunter und so weiter und eine ja, Foundation, die auch ein bisschen glowy sein soll. Ich mag das einfach vom Finish her, dass man so strahlend aussieht. Ja, hier haben wir den ersten Blick in die Box. Die Box ist relativ leicht. Die war mal schwerer, als da noch die englische Ausgabe der Elle-Zeitschrift mit drin war. Da wird jetzt drauf verzichtet, einfach um die Umwelt zu schonen. Da kommt auch irgendwie ein fruchtig sommerlicher Duft raus tatsächlich. Bin ich sehr gespannt, was sich in meiner Box befindet. Okay, hier haben wir den ersten Blick in die Box. Da habe ich schon 2 Produkte gesehen, wo ich mir denke, fangen wir erstmal hiermit an. Da haben wir von My Vitamins Hair, Skin and Nails 30 Kapseln. Das sind wohl Haut, Haare, Nägel Kapseln, Vitamine. Ich weiß jetzt nicht, was die enthalten. Mit Selen. Ja, Selen ist ja gut dafür, ne? Ansonsten hat das eine sehr lange Zutatenliste. Vitamin C, Zellulose irgendwas, Vitamin D3, Kupfer. Muss man halt immer gucken, ne? Ob man solche Präparate dann auch nehmen darf. Weil das Problem ist manchmal, dass man, wenn zum Beispiel Kupfer oder sowas drin ist, dass man das überdosieren könnte. Da kenne ich mich nicht mit aus. Aber das ist jetzt kein Produkt, wo ich sage, boah geil. 2 Kapseln pro Tag sollst du nehmen und hier sind 30 drin. Übrigens auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, ne? Guck mal, das ist einfach nur bis hier unten gefüllt und der Rest ist Luft. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, aber gut, ja, das reicht dann für knapp 2 Wochen. Ja, muss man mal gucken. Dann haben wir hier etwas drin. Ein Blush Brush, ja bitte. Ich dachte, das wäre eine Zahnbürste. Ist es nicht, Gott sei Dank. This eco-friendly vegan blush brush is ideal for applying a beautiful dash of color and definition to the cheeks. Ja, das finde ich gut. Ein Blush Brush von So Echo. So Echo habe ich, glaube ich, auch schon mal dort auf der Homepage gesehen. Die haben wirklich sehr schöne Pinsel und die hatte ich auch öfters mal so in der Idee, mir sie zu kaufen. Und jetzt habe ich endlich mal einen Pinsel da, um ihn zu testen. Das finde ich klasse. Es ist kein abgeschrägter Pinsel. Der hat hier super in diesem Holzstiel, ne, da kannst du so deine Finger reinmachen. Perfekt. Und der ist super weich. Oh, vielleicht hole ich mir dann doch noch davon den ein oder anderen weiteren Pinsel. Damit kannst du aber auch Puder und Bronzer und sowas auftragen. Schön. Der gefällt mir. Den finde ich klasse. Und der ist, oh, ist der weich. Der ist schön. Den mag ich. Doch, der ist klasse. Jo. Wir haben übrigens hier so einen Flyer drin.
Denn ich vermisse tatsächlich auch das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. To our lovely Beauty Box Customers, we hope you love all the products in this box. Das müssen wir mal gucken, ich habe erst zwei gesehen, Leute. With everything that is going on at the moment, we have decided to make all Beauty Box edits in digital form for the foreseeable future. Achso, die haben jetzt sich entschieden, dass die alle, ja okay, alle Heftchen, wo drin steht, was drin ist, wirklich nur dann in digitaler Form verschicken. Sprich, ich habe wahrscheinlich eine E-Mail bekommen. Ich hoffe, dass ich die nicht aus Versehen gelöscht habe. Don't worry, we will bring the printed versions back as soon as possibly can. As we possibly can. Okay. Ja, so schnell wie möglich soll das wieder zurückkommen. In the meantime, please keep an eye out of your Beauty Box emails, which will have a link to your click-through and read the magazine online. Ja. Thank you for your continued support, the Beauty Box team. Okay, hier nochmal der Verweis darauf. Achtung, Achtung, das Heftchen befindet sich irgendwo in deinem E-Mail-Postfach. Ich kann ja mal in mein Handy gucken, aber ich könnte schwören, dass ich sie aus Versehen gelöscht habe, weil ich kenne mich. Das mache ich so einmal täglich, dass ich auch meinen kompletten Papierkorb leere und da ist es bestimmt drin gelandet. Wäre natürlich bitter. Look fantastic. Nö. Ja. Habe ich natürlich gelöscht, ne? Blöd. Gut, aber Look Fantastic hat ja eine Homepage, da kann ich dann draufschauen und mir die einzelnen Produkte raussuchen. Dann haben wir ein Produkt von Monyu Spa Rose and Lemon Enriched Body Cream. Oh, schön. Das ist dieses Produkt. Das ist eine Körpercreme. Jo. Wie viel ist da drin? 100 Milliliter. Und das machst du dir einfach auf deinen Körper. Schön. Ne, das ist so eine weiße Creme einfach. Die riecht auch gut. Und Rose, Leute, ich liebe Rose. Ja, das ist halt eine ganz normale Creme. Das hat jetzt nicht eine spezielle Konsistenz. Das fühlt sich gut an. Ja. Ja, dieses Limone ist nicht ganz meins. Das riecht ein bisschen nach Klostein. Aber das Rose kommt halt auch noch durch. Dann ergänzt sich das ganz schön. Aber doch, das mag ich gerne leiden. Da freue ich mich drüber. Doch. Monyu Spa sagt mir nichts. Dann haben wir hier ein Lippenprodukt von Sleek. Schade, den werde ich nicht verwenden. Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream. Ja, das ist halt ein matter Liquid Lipstick und ich mag keine matten Liquid Lipsticks, weil mir das einfach zu austrocknend ist. Ich gebe alles dafür, dass meine Lippen mit Feuchtigkeit versorgt werden. Es wäre dämlich, wenn ich mir dann noch matte Liquid Lipsticks drauf mache, aus meiner Sicht. Das ist die Farbe Bittersweet 1036, ja, oder 1036. Ne, wird weiter wandern, wird demnächst mal in der Verlosung sein, aber ich werde ihn halt nicht verwenden. Aber es ist schön, dass hier dekorative Kosmetik mit drin ist. Dann haben wir hier von This Works Morning Expert Hyaluronic Serum mit 2% Hyaluronsäure and Slow Release Vitamin C to help plump and brighten morning skin. Okay, 10 Milliliter sind in dieser kleinen Probe enthalten. Das ist jetzt einfach mal, um dieses Produkt auszutesten. Ich liebe das Deep Sleep Pillow Spray von This Works. Und das ist eine Marke, die relativ hochpreisig ist. Deswegen ist es auf jeden Fall eine Geschichte, die ich ganz gut finde, weil du es einfach dann mal austesten kannst. Deswegen, ne, ist das vollkommen in Ordnung. Und jetzt haben wir schon hier das letzte Produkt. Und zwar, ach guck mal, jetzt hatten wir hier eine Tagescreme. Und dann haben wir hier eine Nachtcreme von Madara. Deep Moisture Regenerating Night Cream Overnight Renewal for Radiant Complexion. Okay, ja, das ist eine Nachtcreme. Von Madara habe ich ja tatsächlich auch schon mal das ein oder andere Produkt in der Hand gehalten. Nicht nur, weil ich mal ein Paket von denen zugeschickt bekommen habe, wo ich übrigens die Foundation und den Concealer extrem empfehlen kann. Ja, sondern wir hatten auch mal eine Augencreme. Ich glaube sogar in der Look Fantastic Box. Oder war das in der Goodiebox? Das weiß ich gerade nicht. Ja, Deep Moisture ist für mich schon mal sehr, sehr gut, weil ich brauche tatsächlich enorm viel Feuchtigkeit, gerade abends. Mit Vitamin C und E. Revitalizing Botanicals and Hyaluronic Acid. Jo, das läuft, ne? Intensive feuchtigkeitsspendende Nachtcreme für alle Hauttypen. Angereichert mit natürlicher Hyaluronsäure und belebenden Extrakten aus Wegerich und Tomaten. Das ist ja geil. Hilft die leicht absorbierende, antioxidanzreiche Formulierung, die täglichen Umweltschäden zu neutralisieren und unterstützt den natürlichen nächtlichen Erholungsprozess ihrer Haut. Abends auf das gereinigte Gesicht und den Hals auftragen. Ja, das finde ich ja witzig, ne? Jo, was haben wir hier drin? 25 Milliliter. Ich weiß nicht, ob das auch die Originalgröße ist. Man kann Madara auch mittlerweile bei Look Fantastic im Online-Shop kaufen. Das finde ich auch ganz cool. Und ja. Das ist vegan, das ist pflanzenbasierte Inhaltsstoffe und das gefällt mir. Das finde ich schön, das finde ich echt schön.
Jetzt hast du so eine Mörderverpackung für so ein kleines Typchen, das ist natürlich auch immer interessant, ne? Aber wir wollen gar nicht weiter darüber reden, das hier ist eigentlich der krasseste Klopper irgendwie, oder? Ich weiß nicht. Einfach mal zwei Drittel der Verpackung leer. Gut, ja, mein Highlight-Produkt ist tatsächlich der Pinsel, weil ich bin ein Pinsel-Freak, das weiß man mittlerweile, glaube ich, ganz gut. Ansonsten finde ich es cool, dass wir was für die Haare mit dabei haben. Wir haben dekorative Kosmetik mit dabei, wir haben was für den Körper mit dabei und was als Gesichtsgedöns. Also im Prinzip bleibt diesen Monat bei der Lookfantastic Beauty Box kein Auge trocken. Und das finde ich geil. Also mich hat die wirklich positiv jetzt auch wieder überrascht. Manchmal hat man ja so eine Trockenzeit, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, so eine Durststrecke, so heißt das, dass die Boxen dann nicht so extrem geil sind. Aber die hier hat mir richtig gut gefallen. Doch, das ist nach meinem Geschmack auf jeden Fall. Und ja, wenn auch dieses Video nach deinem Geschmack war und es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.